ob jetzt was genau interessiert und fasziniert Sie seit Jahren am Schicksal von schriftlosen Völkern? Mich fasziniert am Schicksal das Schicksal, nämlich dass viele dieser Traditionen verschwinden, in die Stimmlosigkeit absinken werden, bevor man sie aufgezeichnet hat. Und mich fasziniert das, weil in diesen mündlichen Überlieferungen ein Schatz verborgen liegt, der eine Bedeutung hat, die sicherlich jener ähnelt, die wir von den großen epischen Traditionen in Europa kennen, wie etwa die Ilias oder die Odyssee. Ja? Wie ließe sich dieses Geheimnis noch etwas mehr umkreisen, noch etwas genauer beschreiben? Ja, also vielleicht werde ich konkreter. Also ich beschäftige mich mit den mündlichen Überlieferungen der schriftlosen Völker im Himalaya. Oh. Solche Traditionen gibt es selbstverständlich auch in Südamerika oder in anderen Teilen Asiens. Aber ich habe mich natürlich auf eine Region spezialisiert und dort die Tradition, die mündlichen Überlieferungen aufgezeichnet, in situ, an Ort und Stelle, und dann mich mit Hilfe einheimischer Interpreten daran gemacht, diese Dinge aufzuzeichnen, zu transkribieren und auch zu übersetzen, um dann am Schluss gewissermaßen ein Korpus vorzufinden, das in schriftlicher Form weitergegeben werden kann für künftige Generationen. Das heißt, was wir da machen, wir Ethnologen, ist im Grunde genommen eine Verwandlung einer mündlichen in eine schriftliche Tradition. Das würden wir nicht machen, wenn diese Traditionen nicht verdammt wären, gewissermaßen durch die Moderne ausgerottet zu werden. Also da stehen die schriftlosen kleinen Völker, ja, den großen Traditionen, eben aus unserer Sicht den höher gestellten Traditionen mit Schrift gegenüber. Ja. Vielleicht eine wichtige Präzisierung auch Schamanismus, wenn wir dann von dieser religiösen Seite noch sprechen. Mhm. Das ist ja nicht etwas, was nur mit den Indianern verbunden ist, wie Sie jetzt richtig gesagt haben, eben bei den Völkern im Himalaya vor allem auch, haben Sie das gefunden. Ja. Also das ist so, Sie sind sozusagen von der mündlichen Tradition gleich auf den Schamanismus gekommen. Mhm. Das ist richtig, weil alle schamanistischen Traditionen, die es gab und noch gibt, sind Traditionen der Mündlichkeit. Es gibt keine verschriftlichte schamanistische Tradition, wenn man absieht von kleinen Ecken in Korea und in Nordchina und in der Mandschurei. Da gibt es auch verschriftlichte Formen des Schamanismus. Deswegen würde man sagen, eine Religion, wir kommen darauf, ohne Schrift und ohne Dogma. So ist es, ja. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und diese Tatsache zieht gewissermaßen eine ganze Serie von Konsequenzen nach sich. Erstens, Gesellschaften ohne Schrift sind fast immer Gesellschaften ohne Staat, sind Gesellschaften außerhalb von Staaten. Natürlich, wenn man sich genau heute die Situation ansieht, es gibt natürlich keine Gesellschaften mehr, die sozusagen staatenfrei auf weißen Flecken der Erde aber leben. Aber am Rand eines staatlichen Gebildes. Und an den Rand gedrängt natürlich. Und all diese Gebilde, diese kleinen lokalen Traditionen, die auch lokale kleine Formen der Religionspraxis haben, unterscheiden sich eben von den großen dadurch, dass die religiösen Aktivitäten selbst nicht verschriftlicht sind, nicht gewissermaßen in einen Katechismus, in eine kanonische Form geprägt sind, sondern eben immer nur in Mündlichkeit weitergereicht werden. Und da verschwindet mal was, da kommt wieder was Neues dazu. Und das Allerwichtigste bei dem Ganzen ist, es gibt keine Exegese. Keine Auslegung. Keine Auslegung. Nein. Natürlich legen die Leute das aus und erzählen das, was sie gerade gesungen haben. Aber das Entscheidende ist der
Text und nicht die Interpretation. Mhm. Wenn Sie demgegenüber die Texte der schriftlichen Religion sich ansehen, da haben Sie häufig einen Urtext, die Bibel, den Koran, ja? Im Buddhismus ist etwas anders, da gibt es viel mehr, und daneben unendlich viel akkumulierte, über die Jahrhunderte akkumulierte Interpretation dieser einen Schrift. Ja? Das heißt, Sie haben immer ein Original und unendlich viele Interpretationen, die ebenfalls weitergereicht werden. Bei den mündlichen Überlieferungen und bei den Gesellschaften mit diesen kleinen Religionsformen wird nur weitergereicht das, was die Originaltexte sind. Und die sind zum Teil außerordentlich umfangreich. Hm. Da werden wir viel kennenlernen. Mir ist ein Anliegen noch nachzutragen, dass Sie eben selber in sich, in Ihrer Persönlichkeit sozusagen den Feldforscher und den Ethnologen, der an der Universität lehrt, der in der Forschung das Ganze versucht einzuordnen, vereinigen, oder? Sie haben lange Zeit auch bei diesen Völkern, von denen wir jetzt sprechen, gelebt. Ja. Sie haben wirklich Feldforschung über Jahre in den 70er, 80er Jahren betrieben und sind dann spät eigentlich mit ungefähr 50 Jahren hier in Zürich, haben sich dem akademischen Betrieb ausgesetzt und sind Professor geworden. Mhm. Jetzt vor kurzem hatten Sie Ihre Abschiedsvorlesung und darin sagen Sie, der Ethnograph dort draußen ist ein Perlentaucher, der Komparatist in der heimischen Werkstatt sein Juwelier. Mhm. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Bild, wo man eben sieht, dass für die Perlenkette, die dann entsteht, braucht es beides, oder? Ja, also, ob man da im, wenn ich ja sage Perlentaucher, dann heißt das natürlich letzten Endes auch, Sie wissen ja, was Perlentaucher machen. Die tauchen 30 Mal runter und kommen nachher mit einer Perle hoch. Ja? So ähnlich müssen Sie sich auch die Arbeit des Feldforschers vorstellen. Ja, da ist, man hat nicht andauernd Perlen gewissermaßen, die man hochholt, ja? Oder die man sammelt an den Orten, wo man seine Feldforschung. Da gibt es sehr viel frustrierenden Alltag auch, ja? Und sehr viel Entfremdung etwa, ja? Wenn man lange Zeit an einem Ort ist, weil ja zum Beispiel bei diesen Völkern, wo ich gelebt und gearbeitet habe, es nicht den Begriff der Privatheit gibt. Es gibt keine Privat-, man kann sich nicht zurückziehen. Man ist der Gesamtheit des Dorfes oder der Gemeinschaft ohne Unterbrechung ausgeliefert. Immer in Gesellschaft. Ja. Ja. Mhm. Und das ist eine Erfahrung, auf die wir in unserer Welt nicht eingerichtet sind. Und nicht gefasst darauf. Ja, die Norm der Einsamkeit, die bei uns ja gilt, ne, wenn Sie in der Eisenbahn fahren, setzen Sie sich ins Abteil. Klar. Und dann sind Sie still. Ja, so still fast wie in der Kirche. Es kann mal zu einem Gespräch kommen oder Sie ärgern sich über einen, der zu laut mit dem Computer klappert oder Handy telefoniert. Aber ansonsten gilt die Norm der Einsamkeit. Das ist in solchen Gesellschaften absolut undenkbar. Ja? Also diese Gesellschaften ohne Schrift sind auch Gesellschaften meistens, die viel reden. Ja? Gehen wir mal konkret zu einem Volk, zum Volk der Maga. Sie haben uns einige Bilder mitgebracht. Das ist im nepalesischen Himalaya-Gebiet. Ja. Schauen wir uns mal so ein Dorf an. Mhm. Auffällig, wie dieses Dorf in so einer Art Terrassenlandschaft liegt. Ich nehme an, das ist handgemacht. Das ist also ein Maga-Dorf, liegt etwa auf 2300 Metern, hat unter sich sozusagen den Fluss, der ist also vielleicht 50 Meter tiefer, und dann geht es über 4000 Meter hoch, den Hang, und dahinter schließt sich an der Daulagiri, 8000 so und so viel Meter, also der zweithöchste Berg der Erde. Und das ist wirklich eine Mondlandschaft, aber sozusagen, wie Sie gesehen haben, auch terrassiert von Menschenhand. Wie groß ist dieses Volk ungefähr? Das Volk hat etwa, also die, wenn man diese Maga mit dieser Sprache nimmt, es gibt auch Maga mit anderer Sprache, etwa 30.000. Also es ist ein verhältnismäßig großes, kleines Volk. Extrem abgelegen. Wir haben hier eine Gruppe von Menschen um eine Trommel herum. Das sind hier sechs Männer, die sitzen am Rande des Dorfes,
an einer Wegkreuzung, wo sich Geister verlaufen können. Ja, deswegen sitzen die da. Und es sind zwei Schamanen, vier Laien. Das sind Gehilfen dieser Schamanen. Und sie sind im Begriffe, eine Trommel herzustellen. Mit dem nächsten Bild sind wir mitten in einer schamanischen Sitzung, nehme ich an. Richtig. Also, das sind zwei Schamanen. Einer ist in vollem Ornat, der andere noch nicht. Das macht er später. Und das ist eine Zweinachtsseance, die zwei Nächte und einen Tag lang geht. Und das ist ein gravierendes Ereignis. Da ist jemand vom Baum gefallen, vom Geist der weißen Kreide hinabgestürzt worden. Mhm. Und es gilt nun, hier auf dem Bild sieht man das, eine Bannleiter herzustellen, die dann vor der Tür des Hauses aufgehängt wird, damit dieser Geist nicht kommt. Das wird aber erst gemacht am Ende der Seance. Der wird nämlich vorher herbeigelockt mit einer eintönigen Flöte, in eine Kalebasse gezaubert. Diese wird zerschlagen und außerhalb des Dorfes weggeworfen. Also da geht was, auch im nächsten Bild. Ja. Ganz interessant, was dieses Netz wohl bedeutet. Also, das ist ein ganz normales Fischernetz. Das sind die Angehörigen aus der gleichen Seance, von der wir eben sprachen. Das sind die Angehörigen des Verunglückten, weil die auch gefährdet sind. Und die werden während der gesamten Sitzung unter ein protektives, ein schützendes Fischernetz gepackt und müssen so lange bleiben, bis die Gefahr gebannt, das heißt, der Geist der weißen Kreide vertrieben wurde. Wie lange kann das dauern? Ja, 40 Stunden, sowas. Ja. Im nächsten Bild sind Schamanen bei einem Tanz, nehme ich an. Ja, also am besten sieht man eine Schamanin, die im zweite Person. Ja, das ist eine Gruppe von tanzenden Schamanen im Verlauf einer Initiation. Das heißt, einer Instandsetzung in den Stand des Schamanen, eines Neophyten, eines Neulings. Welche Rolle spielt das Volk im nächsten Bild? Ja, eine große Rolle, weil in dieser Gesellschaft und in vielen Gesellschaften dieser Art sind alle religiösen Aktivitäten, auch Heilungsseancen, die in einem Hause stattfinden, öffentlich zugänglich, weil es keine Privatheit gibt. Jeder kann jederzeit in jedes Haus hineinlaufen, und wenn eine schamanistische Aktivität im Gange ist, in einer Gesellschaft, wo die Praxis noch lebendig ist, wie dort, dann kommt jeder dahin, weil das ein großer Unterhaltungswert da ist. Ja? Und das ist wie ins Kino gehen. Ja? Und dann sind die Leute dabei. Und dadurch ergibt sich sozusagen eine absolute Gesellschaftlichkeit jeder Art von religiöser Praxis. Ja? Also wir haben jetzt gesehen, es gibt Schamaninnen und Schamanen, es gibt Frauen und Männer. Wer bestimmt, sie, du wirst Schamanin, Schamane? Niemand bestimmt das. Man wird zum Schamanen oder zur Schamanin berufen von einer übernatürlichen Kraft, in erster Linie von einem bereits verstorbenen Schamanen, dessen Reinkarnation man werden könnte. Also man wählt nicht den Beruf, sondern man kriegt sozusagen die Aufforderung, ihn zu ergreifen. Und mit der Aufforderung verknüpft sind eine ganze Serie von Tests, die einer durchlaufen muss, ehe er oder sie voll initiiert und akzeptiert wird und akkreditiert wird. Also so stellt sich dann mit der Zeit erst heraus, ob das eine Schamanin, ein Schamane wird. Ob das eine echte Berufung war, Wann werden die gerufen? Das kann jederzeit sein. Es gibt welche, die sind, der Jüngste, dem ich je begegnet war, war 12 Jahre alt. Und der Älteste, dem ich bei der Initiation begegnet bin, der war 52. Mhm. Der hatte sehr große Mühe, die sehr strapaziösen Prüfungen überhaupt durchzustehen. Auch das wird sich über Tage hinstrecken? Das geht die ganze Initiationsphase, die geht ein halbes Jahr. Aha. Ja?
Und das schließt nicht ein das Lernen der mündlichen Überlieferungen. Das dauert sehr viel länger. Das beginnt eigentlich erst, nachdem man wirklich initiiert ist, akkreditiert ist. Dann beginnt eine Phase des Lernens der mündlichen Überlieferung, der Mythen, der Gesänge, der epischen Gesänge. Und das dauert Jahre, 7, 8 bis 10 Jahre, ehe man den Stoff im Kopf hat. Also jetzt spüren wir schon, oder, dass der Begriff, den wir von Schamanismus haben, damit eigentlich wenig zu tun haben kann, mit dem, was Sie uns jetzt berichten. Wir denken dann, wenn wir ein bisschen über Feuer gehen und die Trommel ein bisschen anschlagen, dann hätten wir schon ein schamanistisches Ritual hinter uns. Das ist was ganz anderes dann. Worin unterscheidet sich dieser Schamanismus von diesen, sage jetzt mal, oberflächlichen Bildern? Ja, also es gibt natürlich einerseits einen Begriff, der sich eingebürgert hat, eben der Begriff Schamane oder Schamanismus, der für alles Mögliche herhalten darf. Ne? Begriffe sind ja geduldig, ne? Der kann ja nichts dafür, dass er für das und jenes eingesetzt wird. Ich selber habe eine engere Definition für Schamanismus, wobei ich immer sofort dazu sage, es gibt ihn nicht im Singular, sondern es gibt nur Schamanismen im Plural, Formen. Weil alle Religionen, die eine Praxis haben, die man in diesem Zusammenhang sehen könnte, jeweils lokale Traditionen sind. Und da sie lokale Traditionen sind, die in sich örtlich gewissermaßen eine gewisse Abgeschlossenheit haben, ergibt sich daraus auch, dass es nur Schamanismen geben kann. Ja? Und das hat wiederum etwas damit zu tun, dadurch, dass es keine Kirche gibt, die darüber achtet oder darauf schaut, dass es eine Vereinheitlichung überhaupt geben soll. Ja? Die Idee der Vereinheitlichung ist in diesen lokalen Praktiken nicht gegeben. Wenn überhaupt, dann nur auf ganz reduziert lokalem Niveau. Ja? Aber ich verstehe richtig, dann gibt es praktisch für jede Lebenssituation, für Schicksalsschläge, gibt es ganz klare Anweisungen, wenn die Schamanin, der Schamane kommt, wie man damit dann umgeht in diesen Völkern. Die Leute haben bestimmte Erwartungen. Meistens wissen die nicht genau, was er dann bei diesem oder jenem Fall machen wird. Und er weiß es auch nicht. Mhm. Er muss erst eine, wie soll man das sagen, transzendentale Diagnose stellen. Mhm. Weil die Ursache, sagen wir, eines Unglücksfalles oder einer Krankheit oder auch eines Todesfalles, ja, anders erklärt wird, als wir es tun. Sie erklären dort die Sache damit, dass es eine Störung einer metaphysischen Balance, die stattgefunden hat. Also zwischen unserer Welt und metaphysisch einer Welt, zwischen, die nicht sichtbar, einer Geistwelt, einer Geisterwelt oder Geistwelt. Mhm. Das können gute Geister oder ambivalente Geister sein. Das können aber auch bösartige, hinterlistige Geister sein. Das sind zum Beispiel Leute, die eines unnatürlichen Todes gestorben sind und nicht befriedete Ahnen werden. Die verwandeln sich in solche bösartige Geister und versuchen, die Lebenden auch ins Unglück zu bringen. Ja? Also da sind wir mittendrin in einem Weltbild, das sich natürlich ganz anders darstellt. Wenn Sie eben sagen, dass diese Art von Welt wiederhergestellt, wieder berichtigt werden muss, oder? Ja. Als wir das verstehen. Genau. Natürlich. Und die Diagnose besteht darin, dass der Schamane als erstes herausfinden muss, was hat der, dem das Unheil widerfahren ist, den Übernatürlichen angetan, wie ist er den sozusagen auf die Füße getreten, und dann, wenn er weiß, wer das war, welchem Geist, welcher Übernatur er, diese Person etwas angetan hat, dann muss er sich sagen, so, jetzt versuchen wir ein Geschäft mit dem zu machen. Er, der Geist, der das verursacht hat, hat dem Kranken oder dem Verunglückten eine Seele gestohlen, geraubt. Und der Raub der Seele führt am Ende zum Tod der Person. Nun geht der Schamane hin, wenn er weiß, welcher Geist das war, und betet, versucht den Geist erstmal,
Und das ist häufig auch die sogenannte Schamanenreise. Der muss sich dahin begeben. Dann schlägt er diesem bösen Geist oder diesem ambivalenten Geist ein Geschäft vor, das darin besteht, dass er sagt, du hast jetzt die Seele gestohlen, aber ich glaube, wir haben noch was viel Besseres für dich. Mhm. Nämlich Opferblut. Mhm. Gib uns die Seele zurück und du kriegst Opfer. Ein Blutopfer. Und deswegen gehört zu jeder schamanistischen Handlung oder zu jedem Ritual oder zu jeder Seance immer auch ein Blutopfer dazu. Es gibt keine solche Handlungen ohne ein solches Opfer, weil nur das Opfer sozusagen den Austausch oder den Tausch vollendet und damit einleitet die Wiederherstellung der Balance. Eben, ich würde jetzt sagen, für meine Ohren klingt das alles natürlich sehr fremd. Ich habe mir aber gedacht, jetzt wie Sie erzählt haben, dass zum Beispiel diese Geschichten haben mich jetzt an biblische Geschichten erinnert. Zum Beispiel im Neuen Testament gibt es so eine Geschichte, wo Jesus von Nazareth Geister austreibt, die dann in eine große Herde von Schweinen geht, die sich dann, die Herde stürzt sich dann ins Meer. Also da gibt es viele Geschichten, wo solche Besessenheiten, Krankheiten mit Besessenheit verbunden sind, aus all diesen Heilungsgeschichten, zum Beispiel jetzt im Neuen Testament, aber sicher auch in anderen Traditionen. Aber wie gehen Sie damit um, dass das für unsere Ohren hier alles sehr fremd klingt? Ja gut, also fremd klingt etwas ja in erster Linie, wenn man es nicht begreift. Ja? Mhm. Man kann meiner Ansicht nach alle Religionsansätze dieser mündlichen Überlieferungen auch studieren und ihnen näher kommen, um sozusagen ein gesamtes, dahinter steckt ja immer ein gesamtes Weltbild, ja? Na? Oder wie die Engländer sagen, a mode of thought, ja? Eine Denkweise, ja? Und die Denkweisen dieser Völker ist gesamtheitlich. Alle Dinge des Lebens haben darin Platz. Alles, was der Mensch, auch das Prosaischste, was man tut, ist Teil dieses Weltbildes. Und das Verstehen heißt letzten Endes, an jedem beliebigen Punkt, den man jetzt betrachtend vor sich hat, zu sehen, welches die Verbindungen zu dem gesamtheitlichen Weltbild sind. Und das ist ein Prozess, ein Lernprozess, ein Prozess des Studierens, des Nachfragens, des Ordnens, des Neuordnens, des Wiederwegwerfens, Neuanfangens und so weiter. Ein endloser Prozess im Grunde genommen. Und was mich persönlich auch bewogen hat, daran das zu machen, ist, dass mit den Informanten vor Ort, die durchlaufen auch einen Lernprozess in ihrer eigenen Kultur. Dadurch, die haben das zwar intus, die könnten das erklären, aber sie erklären es sich nicht. Die erklären erst, wenn sie gefragt werden. Ja? Also das ist sozusagen ein dialektischer, gemeinsamer Lernprozess, an die Gesamtheit eines Denksystems heranzukommen. Bei dem es Ihnen gar nicht darum geht, zu werten. Nee. Ist das eine Mehrwert, ist das andere alt, Nein. ist das überholt? Nein. Hm. Die Ethnologie ist ja letzten Endes die Kardinalwissenschaft, des Relativismus. Ja? Das ist in der Natur dieses Feldes angelegt. Ja? Man bewegt sich ja sozusagen, wenn man in eine andere Kultur hineintritt, bewegt man sich aus der eigenen so langsam heraus. Und je mehr man von der anderen erfährt, desto seltsamer kommt die Natürlichkeit, die sogenannte Natürlichkeit der eigenen einem vor. Und das kann dazu führen sogar, dass man nachher der fremden Kultur näher steht als der eigenen. Mhm. Ja? Dass man beispielsweise an der eigenen Kultur leidet. Ja? Und dieser Vorgang, der ist natürlich, wenn man dann später wieder zurückkommt, ändert sich die Perspektive wieder und auch die Gewichte verändern sich. Aber eines wird bleiben. Man wird nie mehr sagen können, das ist richtig. Das ist falsch. Ein Ethnologe, der behauptet,
eine Weltanschauung sei richtig oder gar nur sei richtiger als eine andere, der hat noch gar nicht angefangen. Gehen wir nochmal zurück zu den Maga. Sie haben uns noch ein paar Bilder mitgebracht, die eine Initiation einer Schamanin, eines Schamanen zeigen. Ja, genau. Das ist also ein Musterbeispiel. Hier, das ist der Höhepunkt einer Initiation. Der Neophyt oder der Initiierende muss während des Rituals einen Baum besteigen, der entästet ist und nur in der Mitte irgendwo so eine kleine Plattform übrig lässt. Den muss er besteigen und muss dann 4 oder 5 Stunden mit verbundenen Augen auf dieser Plattform hocken bleiben und darf nicht runterfallen. Wenn er runterfällt, hat er die gesamte Prüfung nicht bestanden. Währenddessen, und das sieht man hier auf dem Bild, nehmen die anderen Schamanen, die ihn initiieren, ihre Trommeln unter den Arm, demonstrativ, nicht spielend, gehen in das Haus des zu Initiierenden und halten dort ein riesiges Bankett ab, wo sehr viel gegessen und noch mehr getrunken wird. Der zu Initiierende ist allein mit dem Wind und muss sehen, dass er nicht runterfällt. Später kommen die zurück und wenn er nicht runtergefallen ist, was sehr selten passiert, ich weiß von keinem Fall, hat er die Initiation bestanden. Wird da die Standfestigkeit geprüft, oder? Seine? Diese erhöhte Position heißt, das wird geprüft, ob er zwischen den Welten vermitteln kann. Ob er sich zwischen der irdischen und der übernatürlichen Welt bewegen kann. Und wenn er runterfällt, kann er es nicht. Ja? Das wird der Auftrag zu einem Opfer sein. Genauer gesagt ist das auch im Zusammenhang einer Initiation. Kurz bevor dieser zu Initiierende den Baum besteigt, muss er aus der Menge der Zuschauer, die also eine dichte Mauer bildet, herauslaufen, besessen von seinem Ahn, seinem Vorgänger im Beruf, rennt durch die Masse hindurch und muss einen weißen Widder finden. Dann sucht er und findet diesen Widder auch, und den muss er besteigen. Er reitet auf dem Widder, hält ihn an den Hörnern fest, beißt ihm in die Zunge und nimmt ein bisschen Blut mit. Währenddessen wird der Widder geschlachtet, der Kopf wird von einem Meister genommen, in den Mund genommen und dann klettert der den Baum hoch, um allen Ahnen dieses Blutopfer zu geben. Dann lässt er den Widderkopf wieder runterfallen. Wer den Widderkopf auffängt, wird ein zusätzlicher Lehrer des künftigen Initianten. Dann nimmt der Initiant immer mit verbundenen Augen den Widderkopf und das Herz des getöteten Widders in den Mund und klettert auf den Baum. Das sind also sehr dramatische Momente. Eben, das haben Sie sich alles erklären lassen? Haben Sie die Sprache dann gelernt? Ja. Also ich konnte vorher Nepali und dann habe ich die Lokalsprache gelernt und vor allen Dingen das Wichtigste und was ich auch am besten noch beherrsche, ist die Ritualsprache. Mhm. Die ist nochmal etwas anders. Ja? Die, also in der die Gesänge, von denen wir vorhin schon andeutungsweise sprachen, vorgetragen werden. Das sind Kunstformen. Ja? Ein wichtiger Moment. Oh, ja. Der Tod. Ja. Wahrscheinlich ein Totenritual. Das ist ein Bestattungsritual für einen alten Mann, einen sehr angesehenen alten Mann. Der ist so 85 ungefähr alt. Interessant ist, dass hier um ihn herum gruppieren sich sozusagen die wichtigsten Verwandtschaftsgruppen. Hinten am Kopf die Söhne. Und an den Seiten, auf der einen Seite die einheiratenden Frauen in die Linie dieses Verstorbenen und auf der anderen Seite die Männer dieser Frauen. Ja? Und damit sind sozusagen die wichtigsten, die elementarsten Allianzgruppen, Heiratsallianzgruppen
versammelt an dieser Stelle. Man könnte im Grunde genommen, wenn man lustig wäre, an dem Bild um den Toten herum sozusagen das gesamte Verwandtschaftssystem dieser Gesellschaft analysieren und darstellen. Ja? Will ich jetzt nicht tun. Alles genau geregelt. Wie lange dauert so eine Bestattung dann? Ja, also, und der Tote wird auch geschminkt, der wird verschönt. Wenn er gestorben ist, legt man ihm eine Münze in den Mund und wenn er sie wieder ausspuckt, ist er nicht tot. Ja, das ist ein Todestest. Dann werden weibliche Ohrgehänge werden auf ihn draufgelegt von den einheiratenden Gruppen, um zu zeigen, dass also auch die Allianzverwandten als Trauernde und eben auch als Verwandte gelten. Ja? Oh. Das dauert ja, so 2-3 Tage, aber es geht relativ schnell, die Bestattung. Gut, auch hier werden die anderen Dimensionen sichtbar. Was passiert denn hier auf diesem Bild? Ja, also wenn ich Ihnen sage, dass das auch mit dem Totenritual zu tun hat, werden Sie mir das nicht glauben, weil da geht es ja rund. Da sind ein paar Mädchen und ein Junge, die sich raufen. Und das ist am Ende eines Totenrituals, nachdem der Tote begraben worden ist und die Periode der Trauer zum Abschluss kommt, wird ein ausgelassenes Fest veranstaltet. Im Verlauf dessen die Jugendlichen, die nicht verheirateten Jugendlichen, einen Ringkampf veranstalten und sich gegenseitig stinkendes Bier ins Gesicht schlagen. Das ist also ein großes Gaudi für die Leute. Das ganze Volk schreit vor Lachen. Aber die sich da sozusagen ringend bekämpfen, sind potenzielle Ehepartner. Mhm. Und die Idee dahinter ist, dass der Tote aus seiner entfernten Sicht im Jenseits sich noch einmal des Dorfes erfreut. Ach, ist das schön. Das ist ein Grab mit einer zerschlagenen Trommel. Ja, das ist also das Grab eines Schamanen. Schamanen werden anders bestattet als die Laien. Für sie wird eine Aufhäufung, so eine Art Zylinder oder wie so ein Zuckerhut, ja, eine Form gestaltet. Aus der ragt dann ein Stück eines Baumes. Das ist der sogenannte Lebensbaum, die gleiche Art von Baum, wie auch für die Initiation verwendet wird. Das ist der Lebensbaum. Mhm. Und in seinen Lebensbaum wird seine Federkrone hineingehängt und seine Trommel, deren Membran vorher zerschlagen wurde. Das Zerschlagen der Trommel bedeutet, sein Lied ist verstummt. Sie haben eine Trommel mitgebracht hier. Warum hat denn diese Trommel überlebt? Ja, also wie Sie sehen, ist die Trommel ist nicht zerschlagen. Ja? Und das hat folgende Bewandtnis mit auf sich. Die meisten Schamanen haben nicht eine Trommel, sondern 2, 3 oder mehrere. Und wenn einer stirbt, dann wird nur eine zerschlagen und in den Baum gehängt. Und diese Trommel ist die Trommel eines vor über 100 Jahren verstorbenen Schamanen. Ich konnte das Alter ziemlich genau bestimmen, weil der in den Anrufungsgesängen vorkommt. Und da werden sozusagen Generationen um Generationen aufgeführt. Und wenn man weiß, wann die letzten leben, kann man sozusagen zurückrechnen. Das ist also über 100 Jahre alt. Die Trommel ist auch über 100 Jahre alt. Und man sieht auch daran, sie wird heute genauso hergestellt, wie sie früher hergestellt wurde. Ne? Also das ist ein Wildtier, ein Goral. Man schabt dann die ganzen Haare ab, lässt am Rand noch etwas stehen und nimmt als Rahmen die Latte eines Baumes, den der Initiant in einer Vision, in einer Traumvision gesehen hat. Mhm.
Und da gibt es also ein ganz langes Ritual über die Herstellung dieses Instrumentes. Also Verbindung von Natur und Kultur. Genau, so ist und es. Und die Trommel ist eigentlich sozusagen das Buch der Schamanen oder das Buch der schriftlosen Völker, in dem man nämlich hier vollkommen richtig, ja, die ganzen mündlichen Traditionen abruft. Oder genau. Was ist die Funktion der Trommel? Genau, statt des Buches, wie in den Schriftgesellschaften, haben die schriftlosen Gesellschaften, die vom Typ Schamanismus, eine Trommel, mittels derer sie sozusagen die Gesänge sich ins Gedächtnis rufen, indem sie auf die Trommel einschlagen. Ja? Mhm. Und es gibt sogar Mythen, in denen gesagt wird, wir hatten früher mal ein Buch, wir, dieses schriftlose Volk, wir hatten einmal ein Buch, haben dann in einem Wettkampf mit einem buddhistischen Lama beispielsweise den Wettkampf verloren, der Siegespreis war ein Buch oder das Buch oder die Bücher, mhm, und der Lama hat es gewonnen und der Schamane stürzt, also der Wettkampf war, wer zuerst auf dem Berg, auf einem, mhm, Berg kommt, der stürzt hinterrücks vom, herunter vom Felsen und er ist auf den Berg hochgegangen mit seiner Trommel, die fällt runter, bricht entzwei und das erklärt, weshalb in vielen Gesellschaften die Schamanentrommel halbiert sind. Die sind, haben nur eine Membran, ja, weil sozusagen die andere Hälfte bei dem Verlust des Wettkampfes verloren gegangen, kaputt gegangen ist. Mhm. Und statt des Buches hat er nun die Trommel. Also die Trommel ist sozusagen der Buchersatz, wenn man so will. Ja? Das heißt, es gibt die Erzählungen, dass schriftlose Völker auch eine Schrift hatten, ja, und dann ins Hintertreffen geraten sind, an den Rand gedrängt wurden von Schrifttraditionen, wie zum Beispiel der Buddhismus ist ja, ja, in unserer Meinung eigentlich eine sehr positive Tradition, ja, hat aber in solchen Ländern offenbar kleinere Völker auch an den Rand gedrängt. Ja, auch das ist passiert. Nicht nur der Buddhismus natürlich. Ne? Viele, praktisch alle Großreligionen haben in der einen oder anderen Weise, weil sie sich eben häufig auch mit Staaten verknüpft haben. Ja, das ist ja das, der entscheidende Punkt, dass mit der Macht des Staates die Kirchen oder die Religionen sich häufig freundlich gestellt haben oder verbündet haben, auch natürlich gelegentlich angegriffen wurden. Natürlich gab es da immer ein Gerangel in allen diesen Religionen, aber sie als größere Gebilde haben auch gewisse missionarische Absichten verfolgt. Der Hinduismus ist vielleicht die einzige von diesen, wo man das also in geringfügigem Maße nur sagen kann. Und haben dann sozusagen diese kleinen Traditionen auch überrollt und überrannt, weil sie glaubten, das seien falsche Glaubensformen. Ja. Ja? Ne? Ja. Sie haben uns ja ein bisschen Einblick gegeben in das Weltbild, das sich mit dem Schamanismus, mit den schriftlosen Völkern verbindet. Schauen wir noch auf das Menschenbild. Ich finde das interessant, also zum Beispiel in der Medizin, oder wenn eine Person krank ist, geheilt werden soll, wird auch, nehme ich an, eine Schamanin, ein Schamane gerufen. Gehen Sie selber jetzt zum Arzt zum Beispiel? Oder? Sie meinen jetzt mich? Ja, oder haben Sie dann auch Rituale? Ja, also unsere Rituale sind ja ziemlich verkümmert. Ja? Wenn wir zum, natürlich haben wir sicher auch bestimmte Rituale, was weiß ich, dass man sagt, bis zur Schwelle des Arztes sind es 726 Schritte. Und wenn es mehr ist, sterbe ich. Wenn es weniger sind, werde ich geheilt. Also solche Dinge, ne, die kennen wir ja, auch zur Genüge bei uns. Aber der Vorgang ist natürlich ein sehr weltlicher letzten Endes. Mhm. Da wird eine Diagnose gemacht und dann werden da Maschinen eingestellt und dann sagt man wissenschaftlich oder naturwissenschaftlich, das und das wirkt auf die und die Weise so und so ein. Ja? Mhm. Wobei natürlich häufig die psychologische Dimension relativ außer Acht gelassen wird. Bei diesen Religionsheilungsformen spielt die Psychologie eine erheblich größere Rolle. Ja? Und deswegen kann man sagen,
bei diesen schamanistischen Praktiken handelt es sich letzten Endes um Glaubensheilungen. Ja? Mhm. Die sind immer mit einer Glaubensform verknüpft. Was nicht heißt, dass wir ja auch hin und wieder glauben, ne? Dass wir sagen, ich vertraue dem Arzt mehr als jenem. Oder ich dass glaube, die Schmerzen schon zurückgehen, ja, allein, ja, auf der, genau, Türschwelle, ja, beim Arzt. Ich glaube, Monsieur Bernard, der als die Erste das das Herz transplantiert hat, der ist gut, ja, also wäre, ne, jetzt ist er ja tot. So, in dieser Art, also wir haben ja, wir bringen ja auch immer jede Menge Glaubenselemente in die Heilung mit. Aber eben, ja, bei uns muss eigentlich Blick auf den Körper, das Individuum geheilt werden. Jetzt Heilung im schamanischen Kontext. Welches Menschenbild steht denn da dahinter? Was muss da geheilt werden? Bei der Natur haben Sie uns ja erklärt, dass es da darum geht, eben diese größeren Zusammenhänge wieder in Ordnung zu bringen. Genau. Wie ist es jetzt bei einer Krankheit? Ja, da ist genau dasselbe. Mhm. Ne? Weil eine Krankheit auch eine gewissermaßen ein Vergehen ist von Seiten dessen, der krank geworden ist, an der Übernatur. Und die Übernatur ist in der Natur, sozusagen. Ja? Und gleichzeitig ist er aber nicht alleine betroffen, sondern alle Mitglieder seiner Familie oder seines Clans oder seiner lokalen Gruppe. Ja? Und deswegen besteht auch ein großes Interesse, jenseits der Person, der Familienmitglieder, sogar des ganzen Dorfes, dass diese Person wieder in die normalen Bahnen hinein zurückgeführt wird. Und, ja, dafür brauche ich eine Schamanin, einen Schamanen. Ja, dazu braucht man einen Schaman oder eine Schamanin, obwohl natürlich, man muss sagen, diese Gesellschaften leben ja nicht mehr in der Weise isoliert, wie das vielleicht früher gewesen ist, oder nur in Kenntnis anderer ähnlicher Gesellschaften, sondern eben am Rande von modernen Gesellschaften. Und deswegen wissen die natürlich auch, dass es Krankenhäuser gibt. Und mitunter gehen die dann auch dorthin, ja, wenn sie es bezahlen können, dahin zu kommen und dann auch noch den Krankenhausaufenthalt oder was weiß ich zu bezahlen, dann machen die das oder machen sie es gelegentlich, ja. Und die Schamanen selbst sehen das nicht als Konkurrenz, weil es ein anderes System ist. Mhm. Ja? Wäre das denn, wenn wir jetzt die Medizin mal weglassen, gäbe es denn Parallelen zur Psychoanalyse zum Beispiel? Ja, gibt es, ne? Das ist mitunter schon mal behandelt worden, so zum Beispiel auch in einem sehr interessanten Aufsatz von Claude Lévi-Strauss, Ethnologe, wo er einen Fall untersucht hat, wie eine schwangere Frau, die eine schwierige Geburt hat, behandelt wird. Und für diese Person wird ein Mythos, ein kollektiver Mythos vom Schamanen vorgetragen. Die Frau muss versuchen, sozusagen die Hauptperson des Mythos, sozusagen sie selbst in diese Rolle hineinzugeraten. Sie sind jetzt in einem Naturvolk, oder, ja, mit diesem Beispiel? Genau, ja, ja. Und dann, also sie muss sich sozusagen identifizieren mit der Protagonistin des Mythos, und diese Person hat dasselbe wie sie. Sie hat also eine schwere Geburt. Mhm. Und dann aber kommt das Interessante, im Mythos stirbt die Person. Bevor das aber ist, muss sich sozusagen die kranke Frau, also die schwangere Person, die leidet, muss sich sozusagen abkapseln und absetzen von der mythischen Figur. Mhm. Und dann kann sie sagen, sie stirbt, im Mythos wird gestorben und im Leben wird weitergelebt. Mhm. Ja? Und das ist in sich selbst eine lange Prozedur, an der die ganze Öffentlichkeit, das ganze Dorf oder jedenfalls wer kommen möchte, daran teilnimmt. Und ein Vorgehen, wo gewissermaßen ein kollektiver Mythos individuell angenommen wird, während in der Psychoanalyse ein individueller Mythos, nämlich die Geschichte, die der Patient seinem Analytiker erzählt, geschaffen wird und sich dann abfinden muss mit dem eigenen Mythos oder erkennen muss, dass es ein solcher ist. Oh. Ja? Also es gibt da Ähnlichkeiten und natürlich auch Verschiebungen und Unterschiede. Oh. Ne?
Haben Sie jetzt, um nochmal zu fragen, in Ihrem Alltag, wenn Sie sich so lange damit beschäftigt haben, Rituale aus anderen Traditionen? Sie meinen, ob ich selber, selber? Rituale übernommen habe? Mhm. Puh, nicht, dass ich wüsste. Das, nee, glaube ich nicht. Ne? Oder anders gefragt, wie hat Sie die Beschäftigung mit dieser Kultur, mit dem Schamanismus verändert? Ja gut, das ist ja ziemlich naheliegend. Ich meine, wenn Sie jetzt, was weiß ich, wenn Sie das Gilgamesch-Epos übersetzen, ja, auch wenn, wenn die Personen, die da vorkommen, einer Kultur angehören, die 2.000 oder 3.500 Jahre zurückliegt, dann werden Sie da auch in einer gewissen Weise einsteigen. Mhm. Ne? So geschieht es selbstverständlich auch, wenn man sich mit einer mündlichen Tradition auseinandersetzt und noch selbstverständlich so mehr, als man ja auch noch in diese Gesellschaft reisen kann. Sie ist ja gleichzeitig, ja, sie ist simultan, ne? Sie ist jetztig. Ne? Und wenn Sie dort also längere Zeit auch noch verbracht haben und gelebt haben, es ergibt sich von alleine, dass Sie dann gewisse, ja, wie soll man das sagen, Distanzen zur hiesigen Welt bekommen haben. Und die kleinen Weisheiten, die es in diesen Gesellschaften gibt, vielleicht auch ein bisschen internalisieren und zu sich übernehmen. Ja? Ich habe mir gedacht, ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden in einem Gespräch letzthin in einer Zeitung, wo Sie sagen, du eignest dir das Fremde in dem Maße an, in dem dir das eigene fremd wird. Es gibt auch manche, die an diesem Prozess zerschellen. Hm. Ja. Das wäre so ein Element, genau, oder? Das, die Begegnung mit dem Fremden. Das wäre so ein Element. Das ist, sagen wir mal, die Grundkonstellation jedes Ethnologen, der sich sozusagen in seiner Tätigkeit voll aussetzt. Das heißt, der auch Feldforschung macht. Ja? Zerschellt sind Sie offensichtlich nicht. Kann ich kaum, weiß ich nicht, vielleicht nicht mehr als alle anderen oder keine Ahnung. Wenn wir die Ethnographie, die Ethnologie noch ins Gespräch bringen mit der Philosophie, ja. Was würden Sie denn sagen, wo sind da die Unterschiede? Ja, gut, also da müsste man vielleicht so ein bisschen ausholen und in die Geschichte zurückgehen. Etwa 30, 40 Jahre zurück. Es gab vor etwa 30, 40 Jahren mal eine Krise der Philosophie und der lag daran, dass in einer gewissen Weise die europäische Philosophie nicht mehr sich in der Lage sah oder auch nicht mehr bereit war, sozusagen die Königswissenschaft zu repräsentieren. Und da gab es aus den Kreisen der Philosophen interessanterweise Leute, die behaupteten, wie zum Beispiel Jakob Taubes oder wie Rorty, die sagten, wir wollen das auch nicht, aber wir hätten eine Wissenschaft, die unseren alten Platz einnehmen könnte und das ist die Ethnologie. Nun haben die Ethnologen sich einen solch hohen Sitzplatz, Hochsitz gewissermaßen, niemals erträumt und haben dann auf diese Intronisierungsmöglichkeit nicht richtig reagiert oder auch abweisend reagiert. Aber man muss eins schon sagen, allein die Tatsache, dass die Ethnologie ja lehrt, die eigene Perspektive mit in den Blick der Erkenntnis zu nehmen und den Wechsel der eigenen Perspektive mit zu bedenken, dass daraus vielleicht auch andere Arten von Erkenntnissen bestehen, ne, das ist ja ein alltäglicher Vorgang letzten Endes für den Ethnologen, ist philosophisch gesehen hochinteressant. Ja? Weil es ein hermeneutischer Gesichtspunkt und ein epistemologischer Gesichtspunkt in sich trägt. Das heißt, der Ethnologe praktiziert eine Haltung,
die eben sehr fraglich ist oder fragwürdig ist und sich ständig immer wieder fragen muss, was ist jetzt hier meine Blickrichtung, was ist meine Position? Und das zeigt sich natürlich auch in der Tatsache der sich ändernden Praktiken in der Ethnologie, der Moden auch, die stattgefunden haben, und der Felder, mit denen man sich in der Ethnologie beschäftigt hat. Ne? Sie haben jetzt einige Fragen aufgeworfen, die eben in der Philosophieform des 20. Jahrhunderts eine große Rolle gespielt haben. Mhm. Sie haben in Ihrer Antrittsvorlesung, ich habe ja vorher aus der Abschiedsvorlesung etwas vorgelesen, in Ihrer, genau, jetzt schauen halt genau gleich aus in der Publikation. Ja, ja, das sollte es auch, ne? Das genau. War die Idee. Ne? Da haben Sie gesagt, dass es Ihnen darum geht, also wie Sie angefangen haben als Professor, die reale Probleme, die realen Probleme wirklicher Menschen zu behandeln. Mhm. Das heißt, das schien Ihnen eben in Frage gestellt, dass man in der Ethnologie über die wirklichen Probleme der Menschen spricht. Ja, aber das ist der Auftrag, ne? Ja. Das ist der alte Auftrag von Marcel Mauss, ja, der gesagt hat, ne, einer unserer alten Ahnen gewissermaßen, einer unserer Vorschamanen, wenn man so will, der hat gesagt, was zählt in der Ethnologie, ist der und der Melanesier von der und der Insel. Und das unterschreibe ich vollkommen. Und das ist nun auch ein Punkt, der natürlich für die Ethnologie von großem Interesse ist, nämlich sozusagen die Zoom-Bewegungen, die sie vollzieht. Sie ist die Wissenschaft des Konkreten. Es geht immer um ganz spezifische Dinge. Dieses Dorf, den und den, der so und so heißt, in dem und dem Dorf und seine Position innerhalb dieser lokalen Gesellschaft. Das ist das Heranzoomen sozusagen. Eine Tätigkeit, die jeder Feldforscher betreiben muss. Dann aber muss er sozusagen die Kamera wieder zurückziehen und eine weitere, eine distanzierte Perspektive einnehmen. Und dieses Wechselspiel der Distanzen, ja, nah und fern, konkret und abstrakt, konkret und verallgemeinernd, das sind Vorgänge, das sind Gedankenbewegungen, die der Ethnologe vollzieht, als natürlich vollzieht, weil sie gewissermaßen in seiner Tätigkeit angelegt sind. Und das ist auch letzten Endes, abgesehen davon, dass die Ethnologie auch holistisch ist, sie beschäftigt sich mit allem, was der Fall ist in realen Gesellschaften, ist die Ethnologie auch von daher gesehen eine transdisziplinäre Wissenschaft und vielleicht aufgrund dieser Tatsache verdient sie auch zumindest einen ähnlichen Posten oder Position zu haben wie die Philosophie. Ja? Jetzt ist es ganz deutlich geworden. Und das gibt es ja die Hand mit dem, was Sie am Anfang erläutert haben, eben mit den Perlen, die getaucht werden und dann zu einer Kette aussortiert, aufgereiht werden. Was werden Sie jetzt machen? Sie sind emeritiert. Wo geht Ihr Augenmerk hin? Was werden Sie in Zukunft beobachten? In Zukunft, also die allernächste Zukunft ist eine Ausstellung, die ich mit jüngeren Wissenschaftlern hier von der Universität Zürich mache über die Naga, ein Volk in Hinterindien, die lange Zeit isoliert waren, die aber drei gewaltige Wellen der Unterdrückung und geradezu kulturellen Vernichtung hinter sich gebracht haben. Die erste die englische Kolonialzeit, die zweite die Christianisierung, die praktisch 100%ige Christianisierung und die dritte der indische Staat. Und was sozusagen an Altem noch übrig bleibt und was an Neuem entstehen muss durch diese Art von neuzeitlichen, globalen teilweise Konfrontationen, das sind selbstverständlich auch Dinge, mit denen sich die Ethnologie zusehends gegenüber sieht, weil die Welt sich ja verändert. Michael Opitz, alles Gute für die nächsten Schritte und herzlichen Dank für dieses Gespräch. Schönen Dank.